Der DJK Sportverband. Das sind um die 500.000 Mitglieder, knapp die Hälfte davon Kinder und Jugendliche, die sich auf rund 1.100 Vereine in 100 Sportangeboten verteilen. Dazu gehören 12 DJK-Landesverbände und 27 DJK-Diözesanverbände. Wir leben Werte im Sport und durch Sport. Ich heiße Niklas, ich bin 8,5 Jahre alt. Ich habe mit 3 Jahren angefangen. Sport in der DJK heißt spielerisch sich selbst erfahren. Ich heiße Karl-Heinz Alger und bin jetzt etwa 32 Jahre Trainer hier bei DJK Südwest. Also ich habe sehr, sehr viel gewonnen in meinem Leben durch die Arbeit hier und durch das Erlebnis mit den Menschen hier. Karl-Heinz Alger leitet eine Mädchenfußballschule und verwaltet und pflegt den Ballpool des Vereins DJK Südwestköln. Werte im Sport sind für ihn in der DJK konkret erfahrbar. Das sind praktisch Fairness, das sind Zuverlässigkeit, das ist Motivation, die der Trainer an die Spieler herüberbringen muss. Das ist Miteinander gewinnen und Miteinander verlieren. Das würde ich sagen, sind die Dinge, die im praktischen Leben hier eine Rolle spielen. Das Motto des DJK Sportverbandes ist eindeutig. Sport um der Menschen willen. Uns kommt es an erster Stelle auf die Menschen an und nicht auf die Siege. Für Gabriele Unruh heißt Sport in der DJK mit Leib und Seele dabei zu sein. Im DJK bin ich seit 2004, denke ich mal, so 10, 11 Jahre. Ja, ein Gruppenevent ist das. Ne? Und das ist natürlich fröhlicher, als wenn man allein hier irgendwo im Park rumrennt. Und deshalb bin ich ganz froh, dass die ganze Gruppe da ist. Ne? Dann haben wir natürlich mehr Spaß. Es wird viel gelacht dabei. Gemeinsam Sport treiben in der DJK. Das bedeutet Sport für alle Generationen. Mein Name ist Jenny. Ich bin 32 Jahre alt. Und ich glaube, ich bin seit ungefähr 4 Jahren jetzt schon hier im Verein. Und wenn ich hier hinkomme, sind das nicht nur meine Mannschaftskollegen, sondern eigentlich eher meine Freunde. Diese Gemeinschaft hier, die gibt einem einfach unheimlich viel. Fair Play, Anti-Doping-Kampf, Integration und Inklusion. Wir wollen christliche Werte da umsetzen, wo wir uns auskennen. Im Sport. Das ist uns halt auch sehr wichtig, dass wir fair miteinander umgehen. Das Spiel wollen wir natürlich auch mit unserer Leistung gewinnen. Und da gehört es dann auch einfach dazu, dass man ehrlich ist, wenn mal irgendwie ein Ball im Aus war. Wir wollen aus Sportlerinnen und Sportlern starke Persönlichkeiten machen, die ihre Talente entfalten und Grenzen akzeptieren. Unsere Inspiration schöpfen wir aus dem christlichen Glauben. Nächstenliebe und der Respekt vor der Schöpfung sind urchristliche Werte, die wir über den Sport hinaus leben und erleben möchten. Ja, mein Name ist Andreas Schöllmann. Ich bin seit 2013 in der DJK aktiv. Ich bin Pastoralreferent hier in Köln, Sülz und Klettenberg und bin 39 Jahre alt. Als geistlicher Begleiter in der DJK Südwestköln erlebt Andreas Schöllmann Sport und Glaube als eine Einheit. Glaube kann Sportler bereichern, indem sie diese Werte, die sie im Glauben erleben, auch umsetzen, also fair miteinander umgehen im Wettkampf. Wir wollen Menschen für einen Sport begeistern, der bereichert. Ich heiße Daniel Hähnle und ich bin insgesamt schon seit 2003 bei DJK. Erst als Spieler und dann irgendwann auch als Trainer. Also im Training ist es ganz wichtig, das Spiel, Thema Fairness. Es ist so, dass man natürlich versucht, nicht zu faulen oder unsportlich zu spielen. Erfolg ist für uns, wenn man in Gemeinschaft das Beste aus sich herausholt, damit am Ende der Mensch gewinnt. Die DJK ist ein christlich wertorientierter Sportverband unter katholischem Dach und nimmt jeden auf, der diese Orientierung mitträgt. Wir sind ein kirchlicher Sportverband, der Leistungssport, aber insbesondere Breitensport betreibt, bei dem aber vor allen sportlichen Leistungen der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir reden nicht nur über Wertevermittlung, wir leben sie auch. Sport verbindet. Im DJK-Sportverband kommen Menschen aller Kulturen zusammen. Hier trainieren Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Behinderung. Inklusion heißt für uns, über den Sport alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen. Wir fördern Breiten- und Leistungssport unter dem Dach des DOSB. Wir engagieren uns in der Aus- und Fortbildung von Übungsleitern. Die DJK bietet innerverbandliche Meisterschaften
und als Mitglied der FIZEP und FISEC internationale Meisterschaften an. Die DJK Sportjugend ist die Jugendorganisation des DJK Sportverbandes. Sie vertritt die Interessen der ca. 220.000 in Deutschland aktiven DJK Sportlerinnen und Sportler bis zu 27 Jahren. Die DJK Sportjugend ist ein wertorientierter Verband. Das heißt, wir wollen neben dem Sport, den wir den Kindern natürlich anbieten und Jugendlichen, vor allem auch Werte vermitteln, wie Solidarität, Respekt, Fairplay, Umgang mit der Umwelt auch. Nachhaltigkeit ist ein großes Prinzip bei uns und auch die Teilhabe und Vielfalt im Bereich der Inklusion. Die DJK Sportjugend hat Projekte wie Kinder stark machen oder das Siegel DJK for Youth für ausgezeichnete Jugendarbeit gestartet. Sie setzt sich für Prävention gegen sexualisierte Gewalt und Anti-Doping ein. Die DJK Sportjugend ist Mitgliedsverband in der Deutschen Sportjugend, im Bund der Deutschen Katholischen Jugend und gehört zusammen mit dem DJK Sportverband der FIZEP an. Der DJK Sportverband und die DJK Sportjugend sind bereit, neue Wege zu wagen und notfalls gegen den Strom zu schwimmen. Sie werden sich auch weiterhin da einmischen, wo sie die Würde des Menschen in Gefahr sehen. Komm und probier dich aus in einem der über 1100 DJK-Vereine.